Sonnenaufgang über der Mercury Bay. Der Name stammt vom britischen Seefahrer James Cook, der 1769 ankerte, um den Durchgang des Planeten Merkur zu beobachten. Mit dem Kajak diese Küste erforschen, das ist heute der Plan. Das ist übrigens Hayden. Er lebt hier und kennt quasi jede Bucht und jedes Sandkorn hier. Zur Sicherheit erklärt er uns noch einmal, wie es geht. Und dann geht's los. Die Küstenlinie hier besteht meist aus weichem Kalksandstein. Im Lauf der Zeit hat das Meer tiefe Einschnitte und Höhlen ausgespült. An einigen Stellen, die wir mit den Kajaks passieren, haben festere Gesteinsformationen der See mehr Widerstand entgegengesetzt. Geblieben sind wunderschöne einsame Buchten und Felsen, die wie Pilze aus dem Meer ragen. Gründe genug für eine kleine Pause, während Hayden schon mal das Kaffeewasser aufsetzt. Das ist wirklich einer der schönsten Flecken der Welt, muss man so sagen. Kochgeschirr, Milch und Kaffeetassen. Hayden ist bestens ausgerüstet. Zum Schluss noch etwas Kakaopulver, wie beim Italiener. Voilà. Das ist echt unglaublich. Help yourself when you're ready, guys. Cappuccino's on the beach. Und er schmeckt sogar. Hayden, Compliment. Cathedral Cove heißt dieser Flecken Erde und die Höhle gleichen Namens liegt nur wenige Schritte entfernt. Also jeder Mensch hat ja bestimmt eine sehr eigene Vorstellung vom Paradies, aber so in etwa stelle ich mir das vor.